Yeah, offering, talking about money again. Ja, Opfer, wir reden wieder über Geld. I believe that most of us here, we already love giving. Ich glaube, die meisten von uns hier lieben es, zu geben. I don't think we really need to be motivated to give. Wir müssen nicht wirklich motiviert werden, um zu geben. We love being the answer to somebody's prayer. Wir lieben es, wenn wir die Gebetsantwort für jemand anderen sein können. To somebody's need. Wenn wir die Antwort sein können auf die Not einer anderen Person. It's fun, right? Das macht Spaß, oder? Well, I think then the only reason why we don't give is because we do not have, or at least that's what we think. Der einzige Grund, der uns hindert am Geben, ist, dass wir nichts haben oder wir denken, wir haben nichts. But that's kind of contrary to the word of God. Aber das ist eigentlich im Gegensatz zu dem Wort Gottes. Which is one verse, 2 Corinthians 8:9 says. In 2. Korinther 8, Vers 9 heißt es, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, that though he was rich, yet for our sake he became poor, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, so that you through his poverty might become rich, damit ihr durch seine Armut reich werdet. So what are we going to do now? So what are we going to do now? So was machen wir jetzt? I'm going to share a quick story of my life, just happened a few weeks ago. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen aus meinem Leben, es ist vor ein paar Wochen passiert. It's not about finances, but it'll show you something. Nicht jetzt über Finanzen, aber das wird dir was zeigen. I had a minor tooth surgery. Ich hatte eine kleine Zahnoperation. And during that surgery they damaged a nerve. Und während dieser Operation haben sie den Nerv beschädigt. And that caused that I didn't have my full taste. Und das verursachte, dass ich meinen Geschmackssinn teilweise verloren habe. I didn't feel my lower lip. Und dass ich meine Unterlippe nicht mehr spüren konnte. And my teeth were hypersensible. Und meine Zähne waren extrem empfindlich. And yeah, then my doctor, when I told her about it. Und als ich dann dem Arzt davon sagte. She started cussing. She started cussing. Ah, die Ärztin, die fing an zu fluchen. Well, that's encouraging. Das ist ermutigend. And she said, well, might return in a few months or years. Und sie sagt, naja, nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren kommt es vielleicht zurück. Might also never return. Aber vielleicht kommt es auch nie wieder zurück. Well, that's encouraging. Das ist ermutigend. So my parents prayed for me. Also haben meine Eltern für mich gebetet. And nothing happened in that very moment. It didn't feel different. Und es fühlte sich dann nicht irgendwie anders an in dem Moment. So what am I going to do now? What am I going to do now? So was mache ich jetzt? Well, many nights I laid in bed. Oft lag ich dann im Bett. And I thought by myself. Und ich habe mir gedacht. Well, in just a few weeks you're gonna have to translate here in this conference. Und in ein paar Wochen muss ich ja hier übersetzen auf der Konferenz. Be helpful if you can use your lower lip. Es wäre dann schön, wenn man die Unterlippe benutzen könnte. Could be helpful. You have a calling on your life. You want to preach. Es wäre hilfreich, wenn du eine Berufung auf deinem Leben hast, um zu predigen. But how am I going to do this if my lower lip isn't working? Wie mache ich das, wenn meine Unterlippe nicht funktioniert? And the whole time, all this circumstance, it was so real and was speaking to me very loudly. Und die ganze Zeit war diese Situation sehr real für mich, dieses Problem, und sprach zu mir sehr laut. And the Lord said, fix your eyes on me. Und der Herr sagte, richte deine Augen auf mich. Because the word of God says that I'm healed in his stripes. Denn das Wort Gottes sagt, dass ich geheilt bin in seinen Wunden. The word of God is full of truth that was contrary to what I was experiencing. Das Wort Gottes ist voll mit Wahrheit, die im Widerspruch steht zu dem, was ich erlebe. So I went to on Pastor Manfred and Katharina's website. Also bin ich auf die Webseite gegangen von der Gemeinde von Pastor Manfred und Katharina. And they have a ton of wonderful resources there. Und sie haben haufenweise tolle Ressourcen dort. And part of it is they have different scripture lists. Und sie haben unter anderem dort Listen mit Bibelstellen zu verschiedenen Themen. You should go there and print them all out. Du solltest da mal auf die Webseite gehen und dir das alles ausdrucken. I printed out the healing scriptures. I printed out the healing scriptures. Ich habe die Heilungsschriftstellen ausgedruckt. And I went through them.
Und ich bin da durchgegangen. And I listened to different preachings on healing. Und habe verschiedenen Botschaften über Heilung zugehört. I listened to healing scriptures day and night. Und ich habe Heilungsschriftstellen mir angehört Tag und Nacht. I got saturated with the biblical truth on my situation. Und ich wurde gesättigt. Ich sättigte mich selbst mit der Wahrheit des Wortes Gottes über meine Situation. And yet from time to time my circumstance would still scream at me. Und von Zeit zu Zeit haben meine Umstände so mich angeschrien. And yet I said, no, I'm not believing this because the word of God says that I'm healed. Und ich habe gesagt immer wieder, nein, das glaube ich nicht, denn das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt. And I meditated on the scriptures. Und ich habe nachgesonnen über diesen Schriftstellen. And when I felt self-pity come upon me. Und wenn ich gemerkt habe, wie Selbstmitleid auf mich kommt. I started to get up and start dancing. Bin ich aufgestanden und habe getanzt. And I said, thank you, Lord, that you have healed me. Und ich habe gesagt, danke, Herr, dass du mich geheilt hast. I thank you that your healing power is at work within me. Danke, dass Heilungskraft wirksam ist in mir. And really I learned what it means to me the good fight of faith. Und ich habe wirklich gelernt, was es bedeutet, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. When your circumstances are screaming at you, but they're contrary to the word of God. Wenn deine Umstände dich anschreien, aber sie widersprechen dem Wort Gottes. What do we believe? Was glauben wir dann? So, and how do we receive? How do we receive answers? How do we receive our healing? How do we receive finances? So, wie empfangen wir? Wie empfangen wir Antworten? Wie empfangen wir Heilung? Wie empfangen wir Finanzen? We already heard last night and in several other scriptures, Romans 4:16, it is by faith. Und ihr habt das gestern Abend gehört und auch von einigen anderen. Wir empfangen durch Glauben. And then how do we get faith? Und wie, woher kommt Glaube? By listening to the news. Indem wir die Nachrichten hören. By pondering about how we're feeling. Indem wir darüber nachdenken, wie wir uns fühlen. No, by hearing the word of God. Nein, indem wir das Wort Gottes hören. That's what we fix our eyes upon. Darauf fixieren wir uns. We are to live by faith and not by sight. Wir sollen im Glauben leben und nicht durchschauen. So this is the truth we're living by. Also das ist die Wahrheit, durch die wir leben. And really it's the same when it comes to our finances. Und mit Finanzen ist es genau das Gleiche. Sometimes our circumstances scream so loudly at us. Manchmal schreien unsere Umstände uns so laut entgegen. When the refrigerator is empty. Der Kühlschrank ist leer. When the gas tank is empty. Der Benzintank vom Auto ist leer. When the rent is due. Die Miete ist fällig. And we really don't feel like we're blessed. Und wir fühlen uns überhaupt nicht finanziell gesegnet. We're not wearing the nice expensive clothes, but we're wearing old stuff. Und wir tragen keine teure Kleidung, sondern alte Sachen. And it's, we don't feel anything. Und wir fühlen gar nichts. Yet it's contrary to the word of God. Aber das ist im Gegensatz zu dem, was das Wort Gottes sagt. Because in 2 Corinthians 8:9 it said that he became poor so that we may be rich. Denn im 2. Korinther 8 Vers 9 heißt es, dass er arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. That is our reality. Das ist die Realität, in der wir uns befinden. Hebrews 1:11 says faith is the confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. Say again. Faith is the confidence in what we hope for. Glaube ist die Zuversicht in das, was wir hoffen. And the assurance about what we do not see. Und die Zusicherung dessen, was wir nicht sehen. So faith starts when our circumstances do not look like it. Glaube beginnt, wenn unsere Umstände nicht danach aussehen. So. Also. Sometimes we're in these conferences. Manchmal in diesen Konferenzen. We hear awesome offering messages. Wir hören großartige Opferbotschaften. And faith rises. Und Glaube steigt auf. And we know, yes, we are blessed. Und wir sagen, ja, wir sind gesegnet. We are rich. Wir sind reich gemacht. I can give away everything and God will take care of me. Ich kann alles weggeben und Gott kümmert sich um mich. Easy peasy. Ah, kein Problem. But then we get home. Und dann kommen wir nach Hause. And we maybe have enough gas left in our tank to get home. Vielleicht haben wir noch genügend Benzin im Tank, um nach Hause zu kommen. And the first bill needs to be paid. Und dann muss die erste Rechnung bezahlt werden. What do we do? Was machen wir dann? We need to fix our eyes upon Jesus. Dann müssen wir unseren Blick auf Jesus richten. About on his truth. Auf seine Wahrheit. Let's go to Matthew 14, 29 and 30. Lass uns mal zu Matthäus 14 gehen.
The disciples are on the boat and there's a big storm and Jesus is walking. We all know the story and they think it's a ghost. Wir kennen alle die Geschichte, es ist ein großer Sturm, die Jünger sind im Boot, Jesus läuft auf dem Wasser, die Jünger denken, es ist ein Geist. I don't really want to go into the details. Und ich will jetzt hier gar nicht in die Details gehen. But Peter wants Jesus to call him out on the water and he gets on the water and he starts walking. Petrus will zu Jesus hinkommen und er steigt aus dem Boot und er läuft auf dem Wasser. He is already walking on the water. Er läuft schon auf dem Wasser. It's already the moment we've already given. We have already given in the offering. Und wir haben schon ins Opfer gegeben. More than we can afford in the natural. Mehr als wir uns eigentlich im Natürlichen hätten leisten können. We're already on the water. Wir laufen schon auf dem Wasser. The storm was already going on around Peter. The water was not calm in that moment. Und der Sturm, der tobte schon um Petrus rum. Das Wasser war nicht ruhig. But he had his eyes fixed on Jesus. Aber er hatte seine Augen auf Jesus gerichtet. And then, und dann he sees the waves. Sieht er die Wellen. And he thinks about the waves. Und er fängt an, über die Wellen nachzudenken. He thinks about the wind. Und fängt an, über den Wind nachzudenken. And he sinks. Und dann fängt er an zu sinken. It says, verse 30, but it says, but seeing the wind, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Und dann Vers 30 heißt es aber, als er aber den starken Wind sah, fürchtete sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. What are we going to do when our circumstances scream at us? Was machen wir, wenn unsere Umstände uns anschreien? Are we going to lose our faith? Werden wir unseren Glauben verlieren? Are we going to go back to the word of God? Oder gehen wir zurück zum Wort Gottes? And say, this is our truth. Und sagen, das ist unsere Wahrheit. This is our reality. Das ist unsere Realität. The beginning of the year, I guess as many people, I started out in Genesis 1:1. Anfang dieses Jahres habe ich angefangen, die Bibel zu lesen, 1. Mose 1:1. And even the first book of the Bible is full of so much truth and revelation. Und selbst das erste Buch der Bibel ist voll mit so viel Wahrheit und Offenbarung. And one thing that I saw. Und eins, was ich gesehen habe, was God spoke. War Gott hat gesprochen. And it became. Und es wurde. Verse 3, God spoke and it became. Gott sprach und es war da. Verse 6, and God spoke. Vers 6, und Gott sprach. Verse 7, and it became. Und es war da. Verse 9. Vers 9. And God spoke. Und Gott sprach. And it was. Und es war da. Verse 11. Vers 11. We could go on and on. God spoke. Und wir können weiter und weiter damit machen. Gott sprach. And it was. Und es war da. Well, God has spoken. Wenn Gott gesprochen hat. God has spoken. God hat gesprochen. And it is. Und dann ist es da. It is. Es ist da. It is. Es ist da. That is our truth. Das ist unsere Wahrheit. No matter what we see or what we feel. Egal was wir sehen oder fühlen. You know, there are so many verses on the word of God and the power and authority that is in his word. Da gibt's so viele Verse über die Autorität, die wir haben in seinem Wort. Let me just find a few for you quickly. Lass mich schnell ein paar finden. Let's see. First Samuel 15, verse 29, it says, also the glory of Israel, he will not lie or change his mind, for he is not a man that he should change his mind. Schön, wenn man eine zweisprachige Bibel hat. auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn nicht ein Mensch ist er, dass ihm etwas gereuen könnte. He does not change his mind. Gott ändert seinen Sinn nicht. 2 Samuel 7:28, it says, and his, you are God and your words are truth. Im 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 28 heißt es, und nun, Herr, du bist es, der da Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit. 1 Kings 8, not one word has failed,
of all his good promises which he has promised Moses his servant. 1. Könige Kapitel 8. Nicht ein einziges Wort ist dahin gefallen von all seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat. Let's go into the New Testament, Hebrews 4, 5. Lass uns ins Neue Testament gehen, Hebräer 4, Vers 5. For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. We need to take the word of God more serious, or at least I needed to. Wir müssen das Wort Gottes ernster nehmen, zumindest ich. We already heard earlier that Smith Wigglesworth, for him, the word of God was more real to him than his circumstances. Wir haben das schon früher gehört, vorhin gehört von Smith Wigglesworth, das Wort Gottes war für ihn realer als die Umstände. And that comes by pondering, meditating upon his word. Und das kommt, wenn wir nachsinnen über seinem Wort. Pastor Manfred and Katerina, they also have a list on scriptures on healing and prosperity on their website. Pastor Manfred und Katerina, die haben auch eine Liste von Bibelstellen über Heilung und über Wohlstand. Prosperity, yeah. Ihrer Website. You should get that as well. Die solltest du dir auch besorgen. Just download them all. I did the mistake downloading only one and then I went back like 3 times. Ja, lade sie dir alle runter gleich. So let's look at a few verses on prosperity. Also lass uns ein paar Verse anschauen über Wohlstand. Just to remind ourselves. Nur um uns selber zu erinnern. Of what our truth is. Was unsere Wahrheit ist. Psalm 23. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil. My cup is full. No, it overflows. Vers 5. Wie geht der Vers 5 los? Er bereitet einen Tisch vor mir im Angesicht meiner Feinde. Er salbt mein Haupt mit Öl und schenkt mir voll ein. Mein Becher fließt über, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Psalm 34, Verse 9. Oh, fear the Lord, you, his servant, for those who fear him, there is no want. Psalm 34, Vers 9. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Proverbs 15, 6. Sprüche 15, Vers 6. Great wealth is in the house of the righteous. Großes Vermögen ist im Haus des Gerechten. Go into the New Testament. Und dann im Neuen Testament. All these verses are on Pastor Manfred's verse list, FYI. Nur zur Information, also all diese Verse sind in der Versliste von Pastor Manfred auf der Webseite. I already quoted 2 Corinthians 8, 9. Ich habe schon 2. Korinther 8, Vers 9 zitiert. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. That though he was rich, dass als er reich war, yet for our sake became poor, er um euretwillen arm wurde, so that you through his poverty might become rich, damit ihr durch seine Armut reich würdet. And the last one, Philippians 4, 19. Und das letzte ist Philipper 4, Vers 19. And my God will supply all your need according to his riches in glory in Christ Jesus. Mein Gott wird aller eurer Not begegnen gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. We all know the story of the prodigal son in Luke 15. Wir alle kennen die Geschichte von dem verlorenen Sohn in Lukas 15. And there are two sons. Und das sind zwei Söhne. And many times we as Christians are similar as the second son. Und häufig sind wir als Christen ähnlich dem zweiten Sohn. He was like, Lord, why do I? He spoke to his father, why do I not get what my brother got? Er ist verärgert über den Vater und sagt, warum bekomme ich nicht das, was mein jüngerer Bruder bekommt? And in verse 31, he answers, the Lord answers und his in father. Vers 31 antwortet sein Vater ihm, Son, you have always been with me, and all that is mine is yours. Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. The Lord has already provided. Der Herr hat schon alles versorgt. He is a good father and we are his children. Er ist ein guter Vater, wir sind seine Kinder. The creator of heaven and earth, he is our provider. Der Schöpfer von Himmel und Erde, er ist unser Versorger. And that is our truth. Und das ist die Wahrheit, in der wir leben. So as we give today, so während wir heute geben, let's give as we can afford.
So lass uns das so geben, wie wir uns das leisten können. Not in the natural, nicht im Natürlichen, but by what the Word of God says about our situation, sondern gemäß dem, was das Wort Gottes sagt über unsere Situation. And when we get home, und wenn wir nach Hause kommen, let's not lose faith, dann lass uns nicht unseren Glauben loslassen. But let's stand on it. Let's stand on His promises and His truth. Dann lass uns darauf stehen, auf seinen Verheißungen, seiner Wahrheit. Let's start dancing at home. Be like, thank you, Lord, that you have made me rich. Und lass uns anfangen zu tanzen und zu sagen, danke, Herr, dass du mich reich gemacht hast. You know, I think there's really power in just dancing at home. Ich glaube, da ist wirklich eine Kraft in diesem Tanzen zu Hause. I think it just humbles ourselves. Ich glaube, das ist einfach auch demütigend für uns. Yeah, and laughing. Laugh at your situation. Laugh at your circumstances. Laugh at your circumstances. Oh, lache über deine Situation. Lache über den Umständen. If one of the little kids came here, if one of the little kids from the children's church came here, wenn eins von den Kindern aus dem Kindergottesdienst hierher kommen würde, and stood in front of Pastor Fred, und vor mir stehen würde, vor Pastor Fred stehen würde, and would say, I'm so strong, I can lift you up easily, und sagen würde, ich bin so stark, ich kann dich leicht hochheben, would he get afraid? Would he get afraid? Würde er dann Angst bekommen? He would most likely just laugh. Er würde wahrscheinlich einfach nur lachen. And that's how it is when the devil comes to us. Und so ist es, wenn der Teufel zu uns kommt. And screams of our circumstances at us. Und uns anschreit durch unsere Umstände. We can just laugh at them. Ha ha ha. Wir können einfach darüber lachen. That's not my portion. Das ist nicht mein Teil. The word of God says that I've been made rich. Das Wort Gottes sagt, ich bin reich gemacht. The word of God says I shall lack nothing. Das Wort Gottes sagt, ich soll keinen Mangel haben. Ich werde keinen Mangel haben. The word of God says that he is my provider. Das Wort Gottes sagt, dass er mein Versorger ist. Ha ha ha. Ha ha ha. So I'm asking the worship team to come up. Also, darf ich das Lobpreisteam noch mal bitten, nach vorne zu kommen? And when we give this afternoon, und wenn wir geben heute Nachmittag, let's do it joyfully. Dann lass uns das mit Freude tun. Because we know our truth. Denn wir kennen unsere Wahrheit. We know that we are rich. Wir wissen, dass wir reich sind. In him. In ihm. It's not about what we can do anyways. Es geht nicht um das, was wir tun können. But he has already made us rich. Sondern er hat uns schon reich gemacht. And let's continuously stay on that truth. Und lasst uns beständig an dieser Wahrheit dranbleiben. Yeah. Thank you. Amen.